Hallo, liebe Lioba. Sehr schön, dass ich dabei sein darf. Und du hast es eben schon so schön mit Gestik turbulent beschrieben. Das wird meine neue Gestik. Das ist jetzt turbulent. Turbulent, genau. Und weißt du, was ich auch, also die, als Bettina vorhin, die ist ja hier um die Ecke, ein paar Kilometer entfernt, ja, ist jetzt in Wülfrath, Bettina in Mettmann, das sind 8 Kilometer oder ja, glaube ich, 4 oder 8 oder so. Du sitzt ja in einer ganz anderen Ecke von Deutschland, ne? So, am Elbdeich, ne? Genau, am Elbdeich. Und tatsächlich habe ich gerade eben festgestellt, ich war im vorigen Gespräch auch schon dabei, dass ich gar nicht so weit von Nana entfernt bin, dass wir in einer Ecke sind, nämlich in Norddeutschland. Ich bin südlich von Hamburg im alten Land, da wo gerade die Kirschernte begonnen hat. Und wenn ich jetzt aus dem Fenster schauen würde, dann würde ich genau zugucken können, wie die Kirschen gerade vom Baum kommen. Also ich bin wirklich innerhalb von Millionen von Obstbäumen und 5 Minuten vom Wasser entfernt. Ja. Ina, du hast als älteste Tochter für das Familienunternehmen voll familiärer Verstrickungen unheimlich viel geleistet und ausgehalten, bis es nicht mehr ging. Und wir waren mal zusammen in einem Kurs, den ich eher sporadisch geguckt habe, was war, weil ich mich angemeldet hatte und dann doch keine Zeit. Was ich allerdings mitgekriegt habe, war, dass du da deine persönliche Geschichte geschrieben hast. Und als ich das hörte, wir kannten uns schon vorher, wir kennen uns schon 3, 4, haben uns auch schon bei einem Workshop persönlich bei Genau. der Katrin Luthi, hallo Katrin, oder Kathi, kennengelernt. Und es hat mich sehr beeindruckt. Ich dachte, wenn ich irgendwie, dann lade ich Ina ein. Du warst, glaube ich, eine der ersten, die ich angesprochen habe, weil ich dachte, wenn du darüber erzählen magst, möchte ich gerne, dass andere wissen, vielleicht ein bisschen davon lernen können. Und du hast dann, es hat alles ein gutes Ende genommen. So hatte ich es, glaube ich, auch ausgeschrieben. Turbulente Nachfolge mit Happy End. Du bist heute als Coach unterwegs und so was ich von dir weiß, ist das gut und stimmig. Aber vielleicht erzählst du erst ein bisschen zu deiner Selbstständigkeit. Womit waren deine Eltern selbstständig? Beide, nur der Vater? Was ist das in Kindertagen? Wie viele Geschwister seid ihr? Ja, so. Rundum sorglos, okay. Fange ich bei mir an. Also ich reihe mich in die Reihe ein der Bankerinnen. Da hatten wir heute schon mehrere von, zumindest seitdem ich jetzt zuhöre. Und auch ich habe erstmal was Anständiges gelernt. Für mich war die Grundlage für alles, was kommt, war eine kaufmännische Ausbildung. Und auch das war schon ein turbulenter Start, weil im Grunde genommen hatte mein Vater was dagegen, weil diese Banker sind die, die den, ja, er hat das immer ganz platt ausgedrückt, die den Stuhl platt sitzen und den Kugelschreiber quälen. Und ich sollte doch lieber etwas machen, was dem Unternehmen zunutze kommt. Ich habe mich durchgesetzt, beziehungsweise ich habe erst eine andere Ausbildung gestartet und als ich dann 18 Jahre alt war, habe ich gesagt, so, und hier ist jetzt Schluss, ich möchte das Kaufmännische lernen, weil das war in meinen Augen diese Grundlage. Und ich war gerade fertig mit der Ausbildung. Da ist es so gekommen, dass ich kündigen musste. Ich habe es freiwillig getan. Also ich musste für mich kündigen, um meine Mutter zu unterstützen, denn ich komme aus einem Unternehmen, was aus mehreren Bereichen bestand. Zum einen war da die Gastronomie, Tourismusgastronomie, zum anderen ein Einzelhandel. Es war auch noch Landwirtschaft mit Selbstvermarktung dabei. Es waren Ferienwohnungen. Und meine Mutter selber kommt aus der Gastronomie, aus einer Unternehmerfamilie und hat etwas Neues aufgebaut. Und da bin ich mit reingewachsen. Da lag mein Herz, da lag alles, was, ja, das. Es brannte mein Feuer dafür. Das kann ich also im Nachhinein und eigentlich sogar ein Stück weit immer noch. Also wenn du mich heute irgendwo in die Gastronomie stellen würdest, ich würde sofort loslegen können. So, und dann kam es aber so, dass meine Mutter es alleine nicht mehr geschafft hat. Und weil mein Herz dafür so brannte, weil ich mit vollem Herzen dabei war, habe ich gesagt, okay, ich schmeiße hier jetzt alles hin und ich steige ins Familienunternehmen ein. Irgendwann kommt es ja sowieso auf mich zu als älteste Tochter. Denn ich habe eine 10 Jahre jüngere Schwester und die hat das alles nie interessiert. Also die hat auch
wo sie sich irgendwo drücken konnte, hat sie sich gedrückt. Und da war es früher auch tatsächlich so, dass ja, sie hat viele Geschenke bekommen. Und ich sage heute immer, meine Eltern haben sich freigekauft und sie ist nie mit eingebunden worden. So, und deshalb habe ich dann gesagt, okay, ich kündige jetzt und werde da einsteigen, was irgendwann sowieso in meine Hände geht. So, und dann fing es aber an, ganz, ganz strubbelig zu werden. So, oder turbulent, das war viel besser, viel schöner mit dir, mit der Gestik und Mimik. Dann wurde es allerdings sehr, sehr turbulent. Ich habe dann 10 Jahre mit meiner Mutter, 15 Jahre waren es, 15 Jahre dieses Unternehmen aufgebaut und es ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und gewachsen. Aber der wichtige Part dabei ist, wir Frauen haben das aufgebaut. Mein Vater, den hat das alles nicht interessiert. Der ist ganz eigene Wege gegangen. Dabei muss man sagen, dass er, also aus heutiger Sicht hatte er sehr narzisstische Veranlagung, er war suchtkrank und er war ein absoluter Machtmensch. Bei ihm ging schon immer alles immer über die Macht. Das heißt, ich war von klein auf auch ein Stück weit wirklich immer von außen gesteuert. Nicht von innen, sondern von außen, weil ich bin so groß geworden und Nana hat das eben auch so schön gesagt, zu funktionieren. Ich wurde klein gehalten, ich hatte zu funktionieren, ich hatte zu lächeln, aber ich hatte auch ruhig zu sein. Und in diesem ganzen Dilemma haben wir Frauen, ich nehme jetzt mal meine Mutter mit an meine Seite und da kommen wir zur Nachfolge, wir Frauen haben den fatalsten Fehler gemacht, nämlich es gehörte uns nichts. Nothing. Und da kriege ich die Gänsehaut bei, wenn ich daran zurückdenke. Es gehörte uns nichts. Auf dem Papier gehörte alles meinem Vater. Und es kam, wie es kommen musste. Meine Eltern haben sich getrennt. Und dann sage ich immer ganz lapidar, mein Vater hat sich von uns Kindern gleich mitgetrennt. Und ich habe dann aber noch ausgehalten, weil ich wusste ja, für mich war klar, irgendwann ist das ja alles meins, also meiner Schwester und mir, ich will hier niemanden jetzt, aber das Unternehmen würde ich irgendwann weiterführen und habe ausgehalten. Ich habe weiter dort gearbeitet, bin täglich hingefahren und gleichzeitig muss ich sagen, diese Jahre waren schon verschenkte Zeit, denn mein Vater interessierte das alles nicht und er hat es freiwillig gegen die Wand gefahren, weil das war sein Machtmittel. Das war das, er wusste, dass er mit diesem Unternehmen die Macht über mich hat. Und je mehr er das gegen die Wand gefahren hat, umso mehr habe ich funktioniert und habe ich geackert und getan. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ich konnte irgendwann nicht mehr, beziehungsweise irgendwann war der Punkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, will ich leben oder will ich irgendwann wirklich dort zusammenbrechen und nichts geht mehr. Und dann kam für mich allerdings erstmal der totale Zusammenbruch. Weil es war mein Lebenswerk. Das war das, wofür ich wirklich jeden Morgen aufgestanden bin. Ich habe damals alles um mein Leben rumgebaut. Das heißt, ich habe alles für dieses Business getan. Meine Kinder wurden von meinem Mann beaufsichtigt. Ich habe mir die Aufsicht geteilt mit anderen, die auch im Unternehmen arbeiten. Wirklich, damit ich arbeiten kann, weil das ist es auch heute noch. Also Arbeiten ist für mich nichts Schlechtes, nichts Schlimmes. Aber, und das ist der größte und das ist der allergrößte Tipp, den ich heute hier allen mit auf den Weg geben kann. Es muss geregelt sein. Und es darf nicht unter den Tisch fallen. Und auch, weil dieses über Geld spricht man nicht und über Gefühle spricht man nicht. Völliger Blödsinn. Genau das sind die elementaren Dinge, denn Klarheit bringt Klarheit. Und vielleicht zum Abschluss noch, um das Strubbelige fortzuführen, mein Vater ist irgendwann krank geworden und wir haben uns auch wieder angenähert und ich habe ihn die letzten 2 Jahre mit meinem Mann gemacht, also über mehrere Jahre haben wir uns angenähert, aber 2 Jahre haben wir ihn gepflegt. Halbes Jahr Krankenhaus, tägliche Besuche, halbes Jahr gepflegt. Lange Rede, kurzer Sinn. Er ist dann irgendwann verstorben. Ich bin dabei gewesen. Also ich war bei ihm, als er verstorben ist. Und 6 Wochen später kam die Testamentseröffnung, in der dann klar war, dass er alles einer uns fremden Frau vermacht hat. Und das war dann nochmal etwas, was
uns oder auch mir ganz besonders den Boden unter den Füßen weggerissen hat, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein und wo ich mir anfänglich dann auch wieder den Schuh angezogen habe. So, du bist nichts wert, du taugst nichts, jetzt macht er es auf diese Art und Weise sogar noch weiter, wenn er nicht mehr lebt. Und bin in das nächste Loch gefallen. Und dann irgendwann mit Unterstützung meiner Familie, meiner Schwester, meines Mannes, kam aber mit einem Mal, also das war wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, irgendwas stimmt hier nicht, hier muss etwas passieren. Und es kam mein, ich weiß es nicht, mein Gerechtigkeitssinn, meine Wurzeln, ich weiß nicht, was dann zum Vorschein kam. Und ich bin in die Abwehr gegangen und habe gesagt, so darf das nicht enden. Es muss ein Happy End geben. Ich habe mein ganzes Leben lang für dieses Unternehmen, für die Familie, für den Mann, ich habe versucht, von außen gesteuert, alles zu tun, alles zu geben. Das darf so nicht sein. Zumal da, wo ich wohne und wo meine Wurzeln sind, sind nur 800 Meter auseinander. Das heißt, es ist in unmittelbarer Nähe. Ich bin wirklich von meinem Elternhaus nur 800 Meter weiter weggezogen und wo wir gebaut haben. Und das fühlte sich alles nicht richtig an. Und um das Happy End dann eben zu vervollständigen, ich habe mich gewehrt, wir haben uns gewehrt und es gehört uns heute alles. Und gleichzeitig haben wir einen großen Schritt gemacht und eine große Entscheidung getroffen, denn wir haben dort alles abgerissen. Es gibt das Unternehmen nicht mehr, es gibt mein Elternhaus nicht mehr. Wir haben alles, ich nenne das immer, platt gemacht und dort entsteht gerade etwas Neues. Wir entwickeln dort gerade eine kleine Siedlung und wir bauen dort auch. Unsere Platte ist schon geschüttet, meine Schwester baut dort, meine Mutter wohnt dort mit in einem eigenen Haus. Also sie hat jahrelang als Nachbarin zu meinem Vater auch gewohnt. Das heißt, wir sind dort dann alle wieder beieinander. Und seitdem wir diese Entscheidung getroffen haben, fühlt es sich richtig gut an und es ist so ein Stück weit back to the roots. Und ja, das ist das Happy End an dieser Geschichte. Da sind wir dran. Ina, deine Geschichte hat mich schon damals sehr sprachlos gemacht, so sehr betroffen gemacht, weil ich dachte, meine Güte, was hat man dir angetan? Was hast du dir auch selber angetan? Ja, so, das sind immer zwei Seiten. Du bist Coach und hast viel an dir gearbeitet. Du kennst auch beide Seiten. Und vielleicht ist das auch so, dass die Wunden, durch das, dass du da viel dran gearbeitet hast, ja inzwischen auch Perlen geworden sind. Also aus diesen Tränen, diesen Wunden ist was ganz Neues, Eigenes entstanden. Und dass du darüber heute auch so sprechen kannst und dass du auch sagen kannst, mein Vater hat mir Unrecht getan, ist ja auch ein Teil, wenn ihr auch da in diesem Umfeld lebt, dass er eben nicht mehr lebt. Bestimmte Sachen kann man zu Lebzeiten auch nicht sagen. So. Und drum ist das, finde ich, schön, dass du darüber sprechen kannst, weil ich ganz viele Frauen kenne, die auch durch ihre Väter wirtschaftlich richtig reingerissen wurden, ja, die Verträge unterschrieben haben, Existenzgründerverträge und das Ganze an die Wand gefahren ist und die ein Leben lang für diese immensen Dinge gerade stehen müssen. So und das ist eben so in vielen Nachfolgen, wo ich Familien begleite, es ist immer was zwischen Bindung und Entscheidung. Also wie viel bin ich bereit auch zu geben, damit es weitergeht in der Familie. Wir sind einfach mit Eltern und Geschwistern tief verbunden. Und wo ist auch die Grenze? Und ich muss sagen, es geht nicht mehr weiter. Hier ist mein eigenes. Also das ist, das wird bei deiner Geschichte, da du das ja so durchlebt hast, kannst du das gut beschreiben. Und ich finde, es wird da auch sehr deutlich, dass trotz aller eben Turbulenzen und aller Schmerzen jetzt dann was Gutes daraus geworden ist. Ja, auf jeden Fall.
Und genau das ist mein Statement, was ich mit auf den Weg geben mag. Denn für mich ist ganz klar, alles ist möglich, wenn du dir vertraust und deinem Herzen folgst. Mhm. Und das habe ich viele, viele Jahre nicht getan. Mhm. Ich habe wirklich rational gedacht. Ich habe immer nur überlegt, ist das jetzt, also du, es wurde eine Ansage gemacht und ich habe funktioniert. Ich habe mein Bauchgefühl komplett übergangen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, denn die Intuition, das, was aus dem Herzen kommt, das sagt immer die Wahrheit. Mhm. Und diese Einheit Kopf, Herz und Bauch, die ist so, so wichtig. Mhm. Und die sorgt dafür, dass wirklich alles möglich ist. Mhm. Auch wenn wir nicht wissen, wie es möglich ist. Das ist ganz egal. Das spielt im ersten Moment überhaupt keine Rolle. Und gleichzeitig zu wissen, ich möchte von A nach B, ich möchte etwas erreichen und der Weg, der wird sich finden. Aber ich muss losgehen oder und gleichzeitig muss ich losgehen. Und das ist heute in meiner Arbeit ein Großteil dessen. Viele bleiben einfach stehen, verharren in der Situation aus Angst, aus mangelndem Wissen teilweise auch. Sie wissen nicht, wie sie etwas umsetzen sollen. Angst vor dem Neuen. Es sind ganz viele Ängste mit dabei. Aber dieses Stehenbleiben, dieses in einem Stuck-State stehenbleiben, in einem Zustand verharren, der nicht gut tut, da rauszukommen. Und egal, was ich mache. Und wenn es wirklich in Bewegung kommen, heißt für mich auch, also bei mir ist es dann der Spaziergang mit Kopf, Herz und Bauch ans Wasser. Es ist ganz egal, was, auch wenn ich erstmal nur körperlich in Bewegung komme, wird sich auch geistig etwas verändern. Aber in Bewegung kommen ist ganz, ganz elementar wichtig. Ja, okay. Du hast dann irgendwann angefangen, eine Coach-Ausbildung zu machen. Das ist ja, das eine ist ja das Handwerkszeug, dass man da lernt, wie arbeite ich mit anderen, wie bringe ich jemanden von A nach B. Was aber ich fast das Entscheidendere finde, ist, dass diese Themen, ich kann nur die Themen bearbeiten, die durch meinen eigenen Bauch gegangen sind, also die ich für mich selbst geklärt habe. Das in Klammer ist auch oft meine Kritik an manch einer Ausbildung, dass der Schwerpunkt auf dem Vermitteln von Methoden liegt, aber die Person und die Persönlichkeit des Coach dahinter zurückbleibt. So, das Klammer zu. So, bei dir ist zu spüren, dass die Themen dir durch Kopf, Herz und Bauch sind, also dass du Theorien gelernt hast oder dass das, was bei dir in Unruhe war, über Theorie nochmal gelernt hast, einzuordnen und dann wieder in dein Leben zu integrieren. So, wie arbeitest du heute und mit wem arbeitest du heute? Ich bin seit 12 Jahren jetzt, seit 2007, 1.7., also tatsächlich ist bald Jubiläum. Seit 2007 arbeite ich als Business- und Karrierecoach und es geht immer darum, den Karriereweg. Und im ersten Schritt ist es mir dann ganz egal, ob es im Angestelltenjob oder auch im Business ist, dass dieser Karriereweg, dieser Erfolgsweg von innen nach außen aufgebaut wird. Und meine Aufgabe ist es wirklich, meine Kundinnen, ja, es sind 95% Frauen, meine Kundinnen an die Hand zu nehmen und wieder mit sich selber erst einmal zu verbinden. Denn nur das, was ich wirklich von innen nach außen leben kann, das ist erfolgsversprechend oder auch alltagstauglich und nachhaltig erfolgsversprechend. Ich kann auch aus dem Kopf heraus erfolgreich sein, aber nachhaltig ist es für mich erst, wenn es von innen nach außen stimmig ist. Und da bringe ich wieder Kopf, Herz und Bauch. Das heißt, alle Entscheidungen werden wirklich hinterfragt. Bin ich bei mir? Passt es zu mir? Und es muss von innen nach außen sein. Und in der Karriereberatung ist es so, dass es da der Wiedereinstieg, der Aufstieg, die Gesprächsvorbereitung ist. Ich mache ganz viel. Mein größtes Steckenpferd ist die Biografiearbeit. Und Biografiearbeit
heißt für mich Dinge sichtbar machen. Also ich erzähle niemandem etwas Neues. Ich packe die Sachen wieder aus, die in einem Menschen sind. Und ich habe heute Morgen gerade eine Gesprächsvorbereitung gehabt und der Kunde, da war es ein männlicher Kunde, der Kunde hat gesagt, das war mir überhaupt nicht bewusst. Jetzt, wo ich die Dinge ausspreche, wo du die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellst, werde ich jetzt rund, begreife ich, was mich überhaupt ausmacht. Und das ist in der Biografiearbeit so ganz, ganz wunderbar dann erkennbar, wie das Selbstbild sich auch ganz häufig verändert, wie dieser. Also Kunden und Kundinnen kommen häufig zu mir und sagen, ich bin im Grunde wie ein Unimog. Ich kann alles, aber alles nur ein bisschen. Und wenn sie rausgehen, stellen sie fest, welche Diamanten, welche Perlen überhaupt da sind, die sich wie ein roter Faden im Grunde genommen durchs Leben ziehen. Und das ist, wenn die Dinge, wenn Gedanken, Gefühle und das, was im Innern ist, durch Worte sichtbar gemacht wird, wenn die Dinge ausgesprochen werden. Und das ist so ein wunderbares Geschenk. Also die Sachen, die ich ja von klein auf erlebt habe und gelernt habe, sind ja, ist immer so schwierig, wie beschreibt man so, ich nehme dann immer das Bild wie meine eigene Haut, die nehme ich auch nicht wahr, die ist einfach da. Und nur wenn es irgendwas gibt, wie eine Berührung oder es ist kalt oder warm, nehme ich wahr, okay, hier ist die Haut. Und da, das, was so ganz selbstverständlich da ist, nehme ich auch nicht als Stärke wahr, sondern ist doch einfach da, das können doch alle. Ja, das da nochmal, und das, da glaube ich, dass Biografiearbeit wirklich eine gute Möglichkeit ist, nochmal zu gucken. Was sind die Geschichten auch? Vermutlich, ich habe keine Ahnung, wie du es machst, aber sowas sind die Geschichten, die man uns immer wieder erzählt in unserer Familie. Und ja. Genau, genau. Tina, du hast ein paar Mal das Wort funktionieren genutzt. Mhm. Ich würde da gerne nochmal gerne, weil vielen nicht klar ist, was das, es gibt so einen Teil, da können wir alle, ja, die wir lebenstauglich sind, das muss jetzt sein, das mache ich mal, fertig. Bin jetzt müde, aber ich habe mich verabredet oder ich habe die alle zum Kaffee eingeladen und gesagt, wäre mir das Sofa und das Buch lieber als die ganze Familie. Okay, aber mach mal jetzt. Also da funktioniere ich. Wenn ich auf Dauer das tue, dann passiert etwas. Ja, ich beschreibe es mal mit meinen Worten und dann, ja, dann passiert, dass ich quasi immer ständig immer mehr neben mir stehe. Also ich handle, aber ich bin nicht mehr in dieser Handlung. Ich bin nicht mehr dabei, ich bin nicht mehr präsent. Und vor allem, ich fühle nicht mehr. So würde ich sagen. Wie würdest du es beschreiben? Also wenn ich das mal mit einem Bild aufmalen darf, dann vergleiche ich das ganz häufig mit einem Staudamm, bevor er geöffnet wird. Das heißt, das gesamte Wasser ist in einem großen Becken drin. Es funktioniert, also wir funktionieren. Wir sind in einem Kreislauf drin und wir funktionieren und wir machen und wir tun. Aber irgendwann ist das Becken quasi kurz vorm Überlaufen. Und wenn man dann die Tore öffnet, dann passiert etwas, dann ist das wie ein Schwall Wasser. Das ist so wie dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Dann kommt dieser Riesenschwall raus und entweder bricht man zusammen oder man bricht aus. Okay, okay. Und das sind natürlich genau die falschen Dinge. Also wirklich vorher schon sehen, gibt es irgendwo so ein Überlaufventil, wo ich schon immer mal auf mich selber hören darf, wo ich schon immer mal zurückrudern darf, wo ich schon immer mal bei mir sein darf. Ja, und Ina, ich glaube, es ist, also ich habe so die Vorstufe, ich habe noch das Funktionieren, da geht der Wasserlauf, ja. Mhm. So, das ist der Teil, den ich auch kenne. So. Aber ich glaube, du hast die Stufe Härte erlebt. Das ist dann, wenn der Staudamm bricht. Genau. Ja, so. Und dann ist kein Halten mehr. Genau. Dann ist wirklich, das hat ja, das ist Überschwemmung, das ist auch so ein Staudamm ist eine destruktive Kraft. Da ist so, eine da ist. Zerstörerische Kraft. Da wird es gefährlich. Ja, okay. Ja. Was eben bei mir, das, was ich kenne, ist dieses,
es lebt mich und nicht ich lebe. Das sind diese Vorstufen, ja. Ich fühle nicht mehr, sondern es ist rein das mechanische Handeln im Außen. Ich bin freundlich, aber nicht herzlich. Also im Sinne von, dass ich mit Herz dahinter stehe. Ja, okay. Ja. Genau. Also das, was du jetzt gerade noch angesprochen hast mit den Gefühlen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Viele meiner Kundinnen haben das, ich will nicht sagen verlernt, das ist falsch, aber wirklich unterdrückt. Mhm. Also dieses Fühlen und hinschauen dürfen und auch weinen. Also da gibt es auch wieder so zweierlei. Viele brechen relativ schnell in Tränen aus, weil das schon normal ist, diese Überlastung. Mhm. Dann gibt es aber auch die andere Rubrik, die nicht mehr weinen kann, weil sie funktionieren. Mhm. Ina, unsere Zeit geht dem Ende entgegen. Ich frage dich jetzt nochmal Unternehmensnachfolge für Frauen. Gibt es so vielleicht ein, zwei Tipps, die du an Eltern hast und vielleicht ein, zwei Tipps an Töchter, wo es in Unternehmerfamilien, ja. Also eins habe ich auf jeden Fall schon gesagt, sprechen, sprechen, sprechen. Und auch wenn es noch so schwer fällt, da dann wirklich sich zu fragen, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn ich es jetzt anspreche und was kann bestenfalls passieren, wenn ich es jetzt anspreche. Mhm. Rechtzeitig starten, also wir sind tatsächlich 10 Jahre vorher gestartet mit der Übernahme beziehungsweise Übergabe, aber aufgrund dieser ganzen familiären Turbulenzen hat es nicht funktioniert. Dennoch fangt rechtzeitig an, Informationen einzuholen, denn Klarheit bringt Klarheit und bezieht Experten mit ein. Versucht es nicht auf eigene Faust zu machen, denn es gibt so viele Dinge zu berücksichtigen, steuerliche Dinge, emotionale Dinge, finanzielle Dinge. Es ist so viel, es sind so viele Sachen zu berücksichtigen und ich kann niemandem empfehlen, es einfach aus dem Bauch heraus zu machen, sondern immer mit Kopf, Herz und Bauch und mit den richtigen Experten im Hintergrund. Mhm. Und ja, und abschließend nochmal, ich weiß, es ist eine wiederholende Schleife, aber sprechen, sprechen, sprechen. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Wer nicht sagt, was er möchte, kriegt selten, was er will. Ganz genau. Ina, ich danke dir ganz herzlich für deine Bereitschaft, heute dabei zu sein. Sehr gerne. Wenn du du bist unter Ina Meier. .de erreichbar, aber schreib es gerne hier nochmal in den Chat, so dass alle, und wenn es irgendwas gibt, was auch nochmal, dann leite ich das gerne weiter an den Kreis, ja, du lässt es mir einfach zukommen und ja, nochmal ganz herzlichen Dank, dir ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und auch dir ein ganz perfektes Wochenende in die Erholungsphase nach diesem anstrengenden Online-Aktionstag, liebe Lioba. Vielen Dank. Danke, Ina. Alles Gute dir. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao.